Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stellaris Vortechnokratie. Ja, wir sind immer noch dabei, uns auf den nahenden und zukünftigen Krieg gegen die Uruk weiter vorzubereiten. Unseren doch mittlerweile schon fast Todfeind. Ich weiß, wir werden es schaffen, aber wir bauen uns fleißig auf. Wir werden weiterbauen, wir werden weiter forschen. Wir werden alles nutzen, um uns einen technologischen Vorteil zu verschaffen. Seht ihr? Genau, in der letzten Folge hatte ich doch mal hier geguckt. Immer noch nicht. Ich fasse es nicht. Was ist denn das? Jetzt demoliere ich das Ding. Ja, es funktioniert irgendwie nicht. Es ist verbuggt. Diese Station ist verbuggt. Ah, das titanische Leben ist aber nicht verpackt, hoffe ich mal. Nach der Phase der Forschung und des Studiums haben die Wissenschaftler auf Terra Nova einen Durchbruch erzielt und limitierten Kontakt zu einigen der Titanen hergestellt. Die Titanen sind zwar riesig und langsam und die Kommunikation mit ihnen gestaltet sich schwierig, dafür aber sind sie unfassbar zäh und stark. Einige von ihnen haben den Wunsch geäußert, sich unseren Streitkräften anzuschließen. Für die sie zweifelsohne eine unglaubliche Verstärkung darstellen. Ja. Echt? Schaden 4,72 bis 9,45. Moralschaden. Das ist ja mal gigantisch. Ja klar, die hauen alle ab. Oh, das werden wir tun. Die werden wir integrieren. Jüngste Forschungsdurchbrüche haben uns ermöglicht, titanische Lebensform zu Militäreinheiten auszubilden. Aufgrund der Seltenheit der dafür geeigneten Titanen wird uns aber stets nur eine eingeschränkte Anzahl dieser Truppen zur Verfügung stehen. 1, 2, 3 haben wir? Ja, 3 Stück. Was? Die kosten uns aber auch kaum Unterhalt mehr. Ah, wir können bloß 3 Stück bauen. Ja, machen wir. Das ist ja hervorragend für unsere Armee. So. Technology discovered. Unsere Bergbauwelt geht auch gut. Ach, sehr schön. Die Terraforming-Station ist auch erforscht. Was machen wir? Wir könnten das Befehlslimit weiter erhöhen. Wie schaut das eigentlich jetzt aus? Da müssten wir doch glatt mal gucken. Wie viel Befehlslimit haben wir jetzt? 80. Das heißt, die Flotte kann doppelt so groß werden. Nein, da brauchen wir das vorerst nicht erhöhen. Das wäre interessant. Eine Militärakademie wäre durchaus interessant. Der Botschaftskomplex wäre aber auch interessant. Ich glaube, in einem Botschaftskomplex. Ja, ich denke, das bringt uns jetzt am ehesten weiter, weil wir vorhaben, ein Bündnis zu schmieden. Ja, das Voranbringen unser Verständnis von Interaktion mit den Xenos und ihrer Manipulation ist ein notwendiger Schritt zum langfristigen interstellaren Bündnis zu bilden. Ja, machen wir. Cool. Ich glaube, das ist zum Beispiel eins der Gebäude, die mit dem letzten DLC dazu kamen, weil das ist leider etwas undurchsichtig, was dazu kam, was nicht. So, Terra Nova, im Zentrum unserer aktuellen Nachrichtenwelt. Noch ein Update von Terra Nova, wo wir diese verlassenen Distrikte gefunden haben. Die Anzahl der Kolonisten steigt immer noch. Und jetzt können wir auch Unregelmäßigkeiten in den Aufzeichnungen feststellen. Familiengruppen, die nicht existieren sollten. Geburtsdaten, die keinen Sinn ergeben. Wir müssen es mit geheimer Zuwanderung von einer verlorenen Kolonie zu tun haben. Andernfalls könnte es sich um eine merkwürdige Art von Sabotage durch Kolonisten handeln. Tja. Überwachen und fortfahren. Ja, warum nicht? Ich will bedingt wissen, wie das hier vollstatten geht. Mein Gott, schon 11 Bewohner. Das geht aber wirklich ziemlich schnell. Cool. Wir bauen jetzt übrigens die Robotermontageanlagen auf und verbessern auch diesen Außenposten. Die Kolonie floriert ja. Vielleicht sind die ja einfach bloß verschollen gewesen, haben sich nicht rausgetraut und jetzt kommen so heimlich und integrieren sich bei uns. Wenigstens scheint sich ja um Menschen zu handeln. Vermutlich. Tja, warum nicht? Machen wir. Und? Oh,
Hier fehlt es an Wohnraum. Das nervt. Dann bauen wir. Nee, wir bauen den Stadtdistrikt. Bauen wir den Stadtdistrikt hier auf? Ja, wir müssen den Stadtdistrikt aufbauen. Ach ja, machen wir einfach. Hier werden unsere Titanen gebaut. Ach so, wir haben jetzt bloß noch 95 hiervon. Naja, das ist natürlich nicht gut. Und hier müssten wir auch erweitern. Wir brauchen wirklich ganz dringend neue Legierungen. Ja gut. Machen wir mal. So. Ich habe schon fast die Vermutung, der kann dadurch nicht weiterbauen, ne? Och, schon wieder ihr. Ja, bitte. Lasst uns hier in Ruhe. Können wir euch eigentlich auf die Uhr ketzen? Ach, die sind noch nicht mit ihrer aktuellen Plünderung fertig, aber ich meine, hier gibt's bestimmt was zu holen. Sehr stark. Unser Wissenschaftsoffizier hat eine Anomalie gefunden. Wir müssen sie intensiv testen und können, was aber zu einem substanziellen Fund führen könnte, okay? Ach, na klar, wir haben das ja auch noch gemacht. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Etwas in die Archäologie, Archäologen geraten. Ein bisher Ausgrabungsstätte wurde durch ungewöhnliche Unfälle, Verletzungen und Unglücksfälle behindert. Und jetzt gab es selbst hochrangige Forscher mit jahrzehntelanger Erfahrung vor Ort, den Wächtern die Schuld. Überwältigt von Aberglaube und Paranoia behaupten sie, dass sich die Statuen bewegen, wenn niemand zuschaut. Es deutet jedoch nichts darauf hin, dass ihre gelenklosen Gliedmaßen überhaupt beweglich sind. Die Angelegenheit geriet weiter außer Kontrolle, als Spuren von Biomaterie auf einer starken Blutung hindeuten, innerhalb einer Reihe winziger Schnitte an den Gliedmaßen eines Wächters gefunden wurde. Obwohl die Wächter nur als Sündenbock herhalten sollen oder eine düstere Erklärung gibt, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall haben wir plus 3 Artefakte dazu bekommen. Die brauchen wir, nämlich irgendwo. Situation Log, wo war das? Ich merke mir das immer nicht. Situation Log, das war doch hier. Ne, hier war das nicht. Sklavenmarkt, können wir eigentlich irgendjemanden kaufen? Niemand von Bedeutung, ja, Roboter ohne Ende. Konservative Kontinentaltypis. Ne, aktuell nicht. Richtlinien ist in Ordnung, muss man nichts ändern. Wo war denn das? Wo? Ach, da wollte ich doch gar nicht drauf gehen. Ja, hier, Tradition. 35 haben wir und 50 brauchen wir. Oh, wir brauchen immer noch 15 Stück. Ja, das ist schon wichtig, dass wir diese Ausgrabungsstätten hier für uns claimen. Oh, die sind aber auch ganz schön hier oben. Ach, durchmarschieren. Aber ich glaube, die KI ist zu doof, hier weiterzugehen. So, nach Abschluss des Studiums auf MEDAG 5 berichten Wissenschaftsoffizier Con Mikon, dass der Planet ungewöhnlich mineralreich ist. Die Entdeckung ist hauptsächlich einem bestimmten Besatzungsmitglied der MSS Chypemirian zu verdanken. Con Mikon lobt seinen Schützling in höchsten Tönen. Bietet den Schützling einen Posten als Wissenschaftsoffizier an. Sie verrichtet bereits gute Arbeit, wo sie momentan sind. Ja, herzlich willkommen. Zeig mal. Ja, einfallsreich. Schön. Wie gesagt, herzlich willkommen. Wir finden schon eine gute Verwendung für dich. Verschwunden, Archäologe. Wissenschaftsoffizier Vikal Mikon wird vermisst. Er wurde zuletzt bei Sonnenuntergang beim Verlassen des Lagers gesehen, um einen ruhigen Ort zu finden, an dem man die Wächter beobachten kann. In den Tagen vor seinem Verschwinden äußerte er bereits seine Besorgtheit über die Sicherheit des Lagers aufgrund einer wachsenden Anzahl von Unfällen. Wie beunruhigend. Ist er? Nein. Tja, zeig, was du kannst. Yunak Vargas. Oder Vagras. Die scheinen mir auch viele verwandt zu sein. Und?
Weitere unwahrscheinliche Neuigkeiten von Terra Nova, wo sich die Bevölkerung auf mysteriöse Weise erhöht hat. Die Bevölkerungsanzahl entspricht nun unseren Erwartungen. Aber es ist wohl zu einer Art Informationssabotage gekommen, oder? Oder zu etwas anderem? Was genau das wissen unsere Verwalter auch nicht. Keines der Individuen auf dem Planeten existiert in unseren Aufzeichnungen. Dafür fehlen sämtliche ursprüngliche Kolonisten. Es ist, als sei sie allmählich in völlig Fremden ersetzt worden. Allerdings schwören alle, loyale Bürger von der Vortechnokratie zu sein. Sie sind produktiv und scheinen geistig gesund zu sein. Sie streiten in sämtlichen Kommunikationen jegliche Weise Wissen von irgendwelchen Verwechslungen ab und bestehen darauf, dass unsere Seiten ein Fehler aufgetaucht ist, die Kolonie sofort aufgeben, bevor sie noch... Nein, die Unabhängigkeit lassen wir sie nicht. Das ist natürlich gut. Wir sterilisieren sie, aber nein. Wir schicken ein Untersuchungsteam los. Situation Log updated. Was brauchen wir dafür? Wartet mal, erstmal dauert das noch 2 Monate. Und dann... wir haben hier oben immer noch Titanen. Wir könnten ja menschliche Angriffstruppen noch nehmen, aber wir sind denen zufolge ja auch Doppelgänger. Aber hier erstmal. Die Versuche, das riesige Schiff zu bergen, das im Ozean von Terra Nova gefunden wurde, haben einige Einblicke in die Konstruktion des Schiffes gewährt. Die Manöver, Algorithmen des Schiffes können problemlos in unsere eigene Hardware transferiert werden, was unsere Flotte schneller und energieeffizienter macht. Leider ist das Schiff selbst nicht mehr zu retten, aber wenigstens bildet es uns seinen Rumpf mehr als genug Materialien. Das muss ja riesig gewesen sein. Oh, wir brauchen hier ein Wissenschaftsschiff. Ja, wie kriegen wir auf die Schnelle eins? Halt. Ein Wirtschaftspakt? Oh ja, na klar. Wir glauben, dass die Vortechnokratie und das Hochkönigreich der Dwemer vieles gemeinsam haben, was ihnen gegenseitig helfen würde. Wir schlagen vor, einen für beide Seiten vorteilhaften Wirtschaftspakt einzugehen. Ja, das denke ich auch. Cool. Nett. Pass mal auf. Du gibst mal ganz kurz das Studium hier unten auf und begibst dich hier hoch. Wie gesagt, wir haben Truppen im Orbit. Oh. Hier ist jemand gestorben. Ja, unsere Wissenschaftskrieg wird langsam alt. Das heißt, wir müssen jemanden rekrutieren. Ja, dann nehmen wir doch gleich die hier. Wissenschaftsoffizierin Fadra Thysala. Oh, schaut wieder einer an. Schon wieder langsam, aber sicher. Kommen wir nicht mal hinterher. Ja, baut hier noch einen auf. Terra Nova ist alles okay. Mehr oder weniger okay. Was haben wir hier? Minus 1. Verfügbare Wohnungen minus 1. Ja, könnten wir dem entgegenwirken. Können wir, indem wir hier einen Landwirtschaftsdistrikt bauen. Oh, haben wir hier viele Jobs? Nein. Wir haben ja wirklich sehr viele Jobs zur Verfügung. Dann bauen wir mal 2 Stadtdistrikte auf. Das sehe ich vielleicht eher. Und ja, hier auch. Hier bauen wir, wenn wir wieder genug Ressourcen haben. Jetzt bauen wir hier... Ach nee, brauchen wir nicht. Der Generator-Distrikt wird schon aufgebaut. Dann schaut es hier ganz gut aus. Und hier würde ich sagen, bauen wir eine weitere Legierungsgießerei. Ja, das müsste passen. Bist du angekommen? Gleich. Ah, hier sieht man wieder das gute Beispiel, wie schnell das am Anfang durchläuft. Und je fortgeschrittener das Spiel ist, desto mehr... man sieht beim Spiel, desto mehr die Galaxis aufgedeckt ist, desto langsamer läuft es durch. So, Technologie erforscht. Ach, der Botschaftskomplex. Komplex. Jop. Das Verwaltungslimit könnten wir erhöhen. Zellrevitationszentren, das ist Medizinarbeiter plus... Ja, schaut mal einer an. Ja, diese Gase, das bräuchten wir langsam echt mal, aber das kam noch nicht. Wie lange würde das? 51 Monate. Das dauert mir zu lange, aber wir könnten es wirklich gut gebrauchen.
Genexpression. Das könnten wir echt gut gebrauchen. Das könnten wir auch gut gebrauchen. Das könnten wir gut gebrauchen. Bewohnbarkeit plus 5% könnten wir auch gut gebrauchen. Pass mal auf. Nee, machen wir das? Wir machen das. 51 Monate dauert das zwar. Aber sei es drum, dann können wir aber unsere Spezies endlich modifizieren und haben kein Problem mehr mit Dienstleistungen. Ah, unser Geisterschiff macht das. Da bin ich jetzt neugierig. Wie gesagt, verschatzt es uns nicht. Verschatzt es euch nicht mit uns. Die Korinth-Zivilisation. Mhm. Wir haben auf Kogan 3 im System Kogan die Gegenwart einer primitiven Alien-Zivilisation entdeckt. Sie haben das frühe Dampfzeitalter erreicht und es gibt eindeutige Beweise, dass sie sowohl Fahrzeuge als auch eine einfache Fabrik mit Dampfmaschinen betreiben. Wir sollten den Bau einer Beobachtungsstation über ihrer Welt in Betracht ziehen. Wie cool. Korinth. Sieht aus wie Zyklopen. Nett. Aber leider nicht wirklich in unserer Reichweite. Aber sei es drum. Wir wollen... Wo ist Terra Nova? Terra Nova, Terra Nova. Wir wollen wissen, was hier ist. Wie gesagt, unser... Moment. Terra Nova. Unsere Truppen stehen bereit, jeden Widerstand hier unten auszuschalten. Unser Herrscher erlangt Eigenschaften. Okay. So, unser Team berichtet, dass die Bevölkerung des Planeten gesund, völlig normal und anscheinend wegen des ganzen Getues ziemlich aufgeregt ist. Trotzdem gibt es einige Auffälligkeiten. Eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Merlingsgeburten, eine planetenweite Idiosynkrasie, was auch immer das ist, bei der niemand Wert auf Pünktlichkeit legt. Tja. Und schließlich Fluktuationen bei der lokalen Sonneneinstrahlung, der charakteristisch für Prä-Supernova-Sterne sind. Darüber hinaus beobachten sie eine Reihe von Luminositätsereignissen auf der Oberfläche, bei denen Licht auf irgendeine Weise gesammelt und dann über psimertische Funktionen in der Atmosphäre entlassen wird. Das sind kostbare und sonderbare Daten. Es könnte sich aber um Zufälle handeln. Wenn den Kolonisten irgendwas zugestoßen ist, dann bleibt es ein Mysterium. Kolonisten sind merkwürdig. Was sein wird wahr. Das ist so ein neues Motto von uns, ne? System scan complete. Okay, landet unsere Titanen hier unten. Und wir können was Neues abschließen. Da würde ich jetzt sagen, nehmen wir den sicheren Transport. Antipirateriemaßnahmen werden in der Regel von der Flotte gehandhabt. Aber die Einrichtung einer eigenen Sternpatrouillenagentur, die unseren Handelsweg ständig überwacht wird, sollte die Piraterieaktivität stark einschränken. Ja, sowas ähnliches haben wir doch schon und das wird jetzt praktisch nochmal mit unseren Jägergeschwadern erweitert. Supi. Gut. Wie üblich in den letzten Folgen beenden wir aber die jetzige Folge mit einem Blick auf, ungewöhnlicherweise, auf Terra Nova, auf den merkwürdige Sachen vorhanden sind. Ich vermute immer noch, es hat was mit diesem Tempel, den wir haben, zu tun, mit dieser Schlange, dieser sogenannten Schlange aus dem schwarzen Loch. Es ist eine sehr interessante Questreihe, muss man schon mal sagen, aber... Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. In dem Sinne, gehabt euch wohl, euer Borggamer. Ciao.